Republik Palermo haben wir einen der ganz zentralen Figuren der zeitgenössischen Malerei, sprich genauer der Malerei der 60er und 70er Jahre, hier zu Gast. Es ist ein Traum für jeden Kurator, eine solche Ausstellung machen zu können, weil der Künstler in seiner innovativen Haltung, was die neue Definition des Bildes betrifft, sowohl für Amerika wie für Europa von zentraler Bedeutung ist. Wenn der Betrachter in eine Ausstellung geht, dann erwartet er Bilder, die an der Wand hängen. Und bei Palermo gibt es das nicht, dass Bilder als eigene Welten, in die man hineinschaut, an der Wand hängen, sondern die Formen sind als reale Elemente im Raum. Und sie agieren im Raum. Sie agieren zum Beispiel in Bezug zu der weißen Wand. Die weiße Wand gehört zum Werk dazu. Auch die gerahmten Aquarelle sind nicht abgeschlossen, sondern die Formen bewegen sich durch die Aquarelle hindurch und das Papier ist auch eine Art Objekt. Und damit ist der Ausdruck von Farben und Formen und ihrer Beziehungen und vor allem ihrer Kontraste sehr viel direkter als auf jedem gerahmten Tafelbild. Was Palermo von Joseph Beuys gelernt hat, ist, dass das Werk kein Zustand ist, sondern Bewegung, Prozess, Entwicklung und Spannung. Das Werk zeigt nicht eine Leere, die man sozusagen verstehen oder nachvollziehen muss, sondern man darf die eigenen Wege gehen, die das Werk durch die Spannung der Elemente, Farbe, Form, Oberfläche dem Betrachter unmittelbar nahe bringt. Der Titel der Arbeit Who Knows the Beginning und Who Knows the End bezeichnet natürlich sehr typisch das, was uns an diesem Schaffen von Palermo interessiert, nämlich das Transitorische, das Fließende, die Übergänge, die sowohl so als auch so gelesen werden können. Und das macht eben diese Position in den 60er Jahren revolutionär und auch für heutige Künstlerinnen und Künstler und auch natürlich für das Publikum so virulent. Wenn man diese Ausstellung anschaut, dann hat man nicht das Gefühl, eine historische Ausstellung zu sehen, sondern eine sehr zeitgenössische, die eine wache Art des Sehens immer wieder bewegt, immer wieder wachruft und die ein großartiges Seherlebnis purster Art darstellt.